Der 24. März 2010, ein ganz besonderer Tag. Heute sind die ersten Wiesente im Rothaargebirge eingetroffen. Paul Breuer, Sie sind der Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein. Wissen Sie noch, mit welchen Gedanken Sie heute Morgen aufgestanden sind? Ja, also das Erste war natürlich zu merken, da ist schon ein bisschen erhöhter Adrenalinspiegel. Auch wenn du Profi bist, spürst du das. Als Nächstes bin ich zum Fenster. Ich habe geschaut, ob die Wetterprognose stimmt. Stimmte. Die äußeren Bedingungen waren eigentlich fantastisch. Trotzdem die Frage, können Sie sich vorstellen, mit welchen Gedanken Sie heute Abend zu Bett gehen? Ja, also heute Abend werde ich entspannt sein, dankbar, dass alles gut gelaufen ist. Toller Tag. Es war ein sehr ereignisreicher Tag. Sie sagen, es ist alles toll gelaufen. Es ist auch alles toll gelaufen. Es sind jetzt insgesamt 9 Tiere hier in den Gehegen. Alles heil und munter. Aber trotzdem, zu dem eigentlichen Highlight der Ankunft der Tiere, gab es noch ein weiteres Highlight. Ja gut, also der zukünftige Leitbulle, Egner, der ist uns kurzzeitig ausgebüxt, weil der Zaun noch nicht auf Strom geschaltet war. Also war noch keine Spannung drauf. Egner hatte Spannung, der Zaun nicht. Und er ist dann raus. Wir hatten aber einen Plan dafür, was passiert, wenn. Er ist wieder eingefangen worden. Er ist wieder drin. Er hat anschließend versucht, wieder an derselben Stelle rauszugehen. Dann allerdings war Strom drauf. Hat ihn sehr gewundert. Er ist dann direkt 3 Meter zurück. Hat man mir erzählt, ich habe es nicht gesehen. Das heißt, die Lage ist im Griff. Auch der Plan C hieß das bei uns, ihn also dann zurückzuholen. Das hat gegriffen. Und eigentlich hätte man es ins Regiebuch schreiben müssen. Ich glaube, sowas fällt keinem Regisseur wirklich ein. Das kann nur der Zufall diktieren. Ja, das ist so. Aber ich sag mal, wir hätten es eigentlich ins Regiebuch schreiben müssen, um nachzuweisen, wir haben auch die Kompetenz für solche Fälle. Gut, ist alles gut gegangen. Jetzt sind die anderen 9 Tiere auch da. Die brauchen jetzt Ruhe. Insgesamt. Und ja, das ist heute so eine gute Zwischenstation, Meilenstein. Wo man natürlich dann auch so bei der Dokumentation heute Abend sieht, wie viel man daran gearbeitet hat. Das war ja viele spannende Situationen, viele, viele Widerstände überall, Intrigen. Man muss sagen, das ganze Projekt zieht sich schon seit 5 bis 6 Jahren hin, von den ersten Anfängen. Ja, wir haben vor 5 Jahren begonnen, offiziell. Und es war zum Teil, waren viele, viele Widerstände da. Wenn du was Neues hast, musst du erstmal Informationen geben, kommunizieren, Widerstände aufnehmen, sie verarbeiten. Das gilt auf allen Ebenen. Das gilt hier vor Ort, das gilt, galt mit den Ministerien beim Land Nordrhein-Westfalen, sehr entscheidend für die Genehmigungen, beim Bund. Wir haben öffentlich-rechtliche Vereinbarungen abgeschlossen, haben die verhandelt. Erst musst du auf die Idee kommen, machst du das überhaupt? Wir haben ja keine Blaupause. Es gibt ja keinen Plan dafür. Das hat es noch nie gegeben. Und im Prinzip ist das ein Prozess, in dem wir stehen. Und morgen hast du wieder eine neue Situation und musst auf die antworten. Was ich gut finde und worüber ich ganz, ganz froh bin, das ist, dass wir so eine große Unterstützung, zeigt sich heute Abend auch hier in der Halle, so eine große Unterstützung, sympathische Unterstützung von der Bevölkerung haben. Die Sponsoren geben natürlich Aufwind. Das ist toll. Und der Ministerpräsident heute, der ja nun auch gezeigt hat, dass ihm das nicht egal ist, der hatte damals, als ich ihn gewann für das Projekt, hat er, weil er in Polen das Projekt schon mal besucht hatte, hatte der direkt glänzende Augen. Da war der für zu gewinnen. Ja, das hat sich heute gezeigt. Der hatte ein Feeling für. Das Medieninteresse, es war ja auch heute wirklich gewaltig. Können Sie sich in Ihrer Amtszeit als Landrat erinnern, jemals ein derartiges Medieninteresse für den Kreis Siegen-Wittgenstein mobilisiert zu haben? Also als ich noch im Deutschen Bundestag war, da kannte ich das. Das war dann, wenn du einen Untersuchungsausschuss hattest oder so. Hier im Wittgensteiner Land noch nie in dieser Form. Und auch für Siegen ist es schwer, so ein Medieninteresse zu generieren. Das zeigt, wenn du ein gutes Projekt hast, wenn du was nicht Normales hast, du gewinnst ein Alleinstellungsmerkmal da, wo du stark bist, nämlich in der Natur. Wir sind waldreichster Kreis Deutschlands. Genau, darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Sie sind ja als Landrat dafür da, die Interessen des Kreises zu vertreten.
die Lebenssituation der Menschen, die hier wohnen, arbeiten, leben, zu verbessern. Wie können Sie dieses Projekt, dieses Wiesenprojekt in diesem Kontext einordnen? Das ist ein Modul, ein Alleinstellungsmerkmal zu gewinnen. Es gibt in Deutschland ein zweites Mal ein solches Projekt, wo die Perspektive ist, dass wir frei lebende Wiesenter haben. Nicht, das gibt es in ganz Westeuropa nicht. Auch das ist ja heute Abend deutlich geworden durch die Grußbotschaften aus Polen, aus Holland, aus Litauen und so weiter. Die schauen alle auf uns. Das ist Artenschutz. Und die andere Seite ist, wir haben, versprechen uns natürlich davon durch diese Alleinstellung, weil die Wiesenten was Besonderes sind, das sind Urviecher, die sind urig, dass wir unseren Naturtourismus, Wandern und Natur aktiv erleben, Naturerfahrungsregion im Rothaargebirge, Südwestfalen, dass wir das vorantreiben können, Investoren bekommen. Was glauben Sie, was heute Abend hier läuft? Ja. Da sprechen dann Leute an, komm, ich will da was vermitteln und so weiter. Ich bin davon überzeugt, dass diejenigen, die mitmachen, gewinnen werden und nicht diejenigen, die heute diskutieren, ob das stimmt, was ich gesagt habe, wir werden am Schaugehege demnächst im Schnitt 6-7 Busse am Tag haben. Und dann sitzen die da und haben die Hände in den Hosentaschen und sagen, Breuer, lass mal die Busse anrollen. Mitmachen ist gefragt. Nicht auf die Busse warten, sondern was dran tun. Umfeldgestaltung, Dorfgestaltung, die Talvariante des Rothaarsteiges und derartige Dinge. Sie sprechen es an. Es gab im Vorfeld dieser ganzen Geschichte natürlich auch Diskussionen um die Finanzierung eines solchen Projektes. Das kann man ja nicht für einen Mark 50 machen. Können Sie mal kurz darlegen, wie sich diese ganze Geschichte finanziell darstellt zurzeit, wie sie sich in der näheren Zukunft darstellen wird, aus welchen Töpfen diese Gelder kommen und warum diese Gelder aus Ihrer Sicht auch gut angelegt sind? Also zunächst mal zum Artenschutzprojekt, zum Naturprojekt. Das Projekt wird von Bund und Land bezuschusst in der Größenordnung von insgesamt zwischen 1,1 und 1,2 Millionen. Auf eine Zeit von 4 Jahren. Das ist ja praktisch eine Anschubfinanzierung. Da ist die gesamte wissenschaftliche Begleitung drin, fließt ja zum Teil wieder in die Region zurück. Universität Siegen, 2 Projekte dabei. 3 weitere deutsche Universitäten. Die Doktoranden, die hier arbeiten, die wohnen hier, die verkonsumieren auch. Ja? Das sind ja alles Dinge, die in die Region zurückfließen. Viele Dinge, die wir hier investieren, in Bauten und so, fließen in die Region zurück. Dann müssen wir einen Eigenanteil finanzieren in diesem Bereich, den wir durch Sponsoring reinholen. Heute Abend haben einige Sponsoren hier gesprochen. Dann geht es um das Schaugehege. Das Schaugehege ist ein offenes Projekt. Wir finanzieren das Schaugehege von den Grundkosten her mit 250.000 Euro aus dem Konjunkturpaket 2 des Bundes. Infrastruktur, das ist touristische Infrastruktur, ist ja eigentlich der Zugang der Besucher zum Wiesent. Auf Pfaden, nicht wie im Zoo, hinter Zäunen, sondern auf Pfaden, wo die zwar gezäunt sind, aber du siehst sie nicht, die Zäune. Das Projekt ist noch nicht Realität. Wann wird es soweit sein? Wir haben jetzt praktisch gute 8 Wochen, wenn nicht 12 Wochen verloren durch den harten Winter. Jetzt geht das vorwärts. Vermessungen finden statt. Dann muss noch ein Planungsschritt gegangen werden durch einen Beschluss. Das ist aber nur noch formal. Wir werden jetzt, wenn das Wetter auf ist, zum Teil liegt ja da noch Schnee, da wird es losgehen mit dem Bauen dann. Es wird kein Beton sein, das ist Natur. Das ist auf Pfaden, gehen die Leute da durch. Wir werden auch was haben für Behinderte und für Familien mit Kinderwagen und sowas. So, und dann wird das sukzessive ausgebaut. Rom ist nicht an einem Tag entstanden. 250.000 Euro Konjunkturpaket 2. Dann gibt es Mittel, die wir wiederum aus Sponsoring holen. Es gibt aber auch natürliche Dinge, die Sponsoring wollen. Eine Brücke beispielsweise, die jetzt hier in einem Steinbruch liegt, die wird gesponsert, die kriegen wir geschenkt. Wir kriegen die großen Steine geschenkt, um diese Brücke aufzubauen auf 5 Meter Höhe. Das wird eine Attraktion. Die Uni hilft uns, der Statikprofessor, der Lehrstuhl, durch Diplomarbeiten, die machen die Statik. Das ist für die Studenten eine ganz tolle Geschichte. Da wächst ein Netzwerk zusammen. Und ich bin ja Wittgensteiner von Hause her. Ich kenne die Mentalität. Meine Landsleute, unsere Landsleute, die sind aufgrund der Schwierigkeit, wir haben keine 5 Ernten im Jahr.
eine müssen wir uns abbringen, der Natur abbringen. Aufgrund der Geschichte sind das nicht Leute, die wie die Rheinländer direkt da Hurra schreien, sondern die Leute müssen gewonnen werden. Die sind erstmal vorsichtig. Aber wenn ich sehe, wie das heute Abend hier lief, als Beispiel, ja, dann musst du sagen, okay, das kommt immer mehr. Und es macht ja auch immer mehr Wellen jetzt ins benachbarte Sauerland in der positiven Weise, nach Nordrhein-Westfalen, nach Hessen. Wir haben im Umkreis von 150 Kilometer 3 bis 4 Millionen Menschen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, wir werden ein Modul setzen für eine bessere Wahrnehmbarkeit der Region als Naturregion. Wir sind eine Industrieregion. Du kannst das kombinieren, das lebt nicht gegeneinander, das kann man verbinden. Das ist das Ziel.